Fußballwelt. In Bielefeld ist wieder auf den Kopf gestellt. Arminia ist wieder da. In Bielefeld singt man Tralala. Die ganze Stadt ist wie verhext. Und schaut mal, wie das Punktekonto wächst. Arminia, du spielst so schön. Drum lass uns auf die Alm jetzt gehen. Sogar der Großpapa sagt zu der Großmama, Arminia ist wieder da. Trainer Tippenhauer spricht, die zweite Liga reicht uns nicht. Und draußen ist Frühling, ja, ja, ja. In der Tat, es ist erreicht, die Leistung war bestimmt nicht leicht. Und wir singen zugleich, Arminia ist wieder da. In Bielefeld singt man Tralala. Die ganze Stadt ist wie verhext. Und schaut mal, wie das Punktekonto wächst. Arminia, ihr spielt so schön. Drum lass uns auf die Alm jetzt gehen. Sogar der Großpapa sagt zu der Großmama, Arminia ist wieder da. Sehen wir uns nicht auf dieser Welt, dann sehen wir uns in Bielefeld. Auf dem Fußballplatz, ja, ja, ja. Arminia schießt Tor um Tor und rückt in der Liga vor. Darum singen wir im Chor. Arminia ist wieder da. In Bielefeld singt man Tralala. Die ganze Stadt ist wie verhext. Und schaut mal, wie das Punktekonto wächst. Arminia, du spielst so schön. Drum lass uns auf die Alm jetzt gehen. Sogar der Großpapa sagt zu uns auf die Alm jetzt gehen. So langsam müsste doch nun jedem klar sein, dass diese ganze Corona-Hysterie wirklich sowas von übertrieben ist. Das kann, also, da fehlen einem die Worte. Wenn man sich das richtig überlegt, die Leute dürfen also aus dem Kreis Gütersloh zum Beispiel, die dürfen nirgendwo hin. Das ist da eine Hysterie, und wenn man das richtig sich überlegt und durch den Kopf gehen lässt, dann ist das eine Propaganda, die läuft. Wenn man das jeden Tag von morgens bis abends eingehämmert bekommt, dann glaubt man das doch auch. Und ich bin davon überzeugt, dass die Politiker und die Ärzte und die angeblichen Wissenschaftler, die alles wissen, dass die zu feige sind, den Anfang zu machen und zu sagen, dass es wirklich alles nur eine Grippewelle war. Das ist es. Daran liegt es. Keiner will der Erste sein. Lieber wollen sie uns alle veräppeln und verarschen.